Willkommen hier wieder zurück, meine lieben Freunde, zu Super Mario Maker 2 Community Level Showcase. Wir haben heute wieder einige Level und jetzt haben wir auch heute wieder Creator doppelt. Also insofern, wir schauen einfach mal, was uns jetzt erwartet. Ich freue mich jedenfalls drauf und ich hoffe, ihr freut euch genauso und wir legen direkt los mit dem ersten Level. Welt 1.1 The Frosty Lands von Shadow 14F. Oh. Secret, Secret, Secret. Nix Secret. Oder vielleicht doch Secret. Wie konnte ich den verfehlen? Naja. Pokey. Pokey, Baby. Läuft. Auch irgendwas? Wenn ihr gleich am Anfang das Thumbnail erreicht, finde ich auch interessant. Weg mit dir! Ah, Mist. Nein! Warum sollte ich unten lang gehen? Gut, weil es da vielleicht ein bisschen sicherer ist. Weiß es jetzt nicht. Warum sollte ich jetzt hier nicht oben lang? Secret, Secret, Secret. Hm. Wahrscheinlich ist ja wieder irgendwo ein Secret, aber ich sehe es wieder nicht. So, ich hüpfe hier unten lang. Fische. Mann! Ah, oh. Okay. Wait a minute, da ist eine Tür. Ich gehe jetzt nochmal für die Tür rein, bevor ich da einen Kommentar ablasse. Und 21 Sekunden. Wait a minute. Wo ist die Tür? Gibt es hier ein Secret Exit? Okay, hier gab es ein Leben. Gut, dann ist das akzeptiert. So, jetzt gucken wir mal, wo war der Weltrekord? Könnte man da was regeln? 10 Sekunden schneller. Hm, mal schauen. So. Also so ungefähr könnte das Ganze ablaufen, bloß ich bin noch weit entfernt davon. Aber das lassen wir jetzt auch so. Ich habe halt einmal gebremst und so weiter und so weiter und so fort. Also Respekt an denjenigen, der da den Weltrekord hat. Nächstes Level. Welt 3 Boss von Jack 2500 oder 2500. So. Oh, mit Schwimmen. Gute Nachricht ist, man kann hier drauf den bonken. Schlechte Nachricht ist, hier gibt's Blooper. Hier gibt's Blooper. Ich mag keine Blooper. Oh, jetzt ernsthaft?
Oh no! Komm her, du blöder Blooper. Ah. Super. Yes! No-go eigentlich. Ernsthaft? Schon wieder? Ich hoffe, das ist nicht der andere Blooper, der auch sowas hat. Also das in so einen Blooper zu packen, ist mehr als... Du willst mich verarschen. Natürlich hat der es nicht. Das Schlimme ist, dass hier dann immer noch mehr Blooper sind. Ich hoffe, hier gibt es einen Checkpoint. Wow. Ah, ja. Ich habe einen Schlüssel. Ich hoffe, mit dem Schlüssel komme ich weiter. Checken. Gibt's nicht, ey. Okay. Liebes Blooperchen. Ah. Hat hier kein Blooper den Schlüssel? Gibt's hier keinen Schlüssel? Okay. Na komm, hundertprozentig hat der Blooper einen Schlüssel. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von sowas, bin ich ganz ehrlich. Und besonders bis hierhin immer noch kein Checkpoint. Wow. Alter. Also spätestens, wenn jetzt kein Checkpoint kommt, dann ist dir das Jahr schon mal verloren gegangen. Wieso? Sowas sorgt doch für Frust. Gerade aufgrund dieser ganzen Thematik ist es doch frustrierend. Gerade hier, wenn man den Blooper nicht erwischt. Ich habe den richtigen erwischt, okay. Aber die Frage ist, brauche ich einen oder brauche ich zwei Schlüssel? Ich probiere es erstmal mit einem. Sag mir bitte, dass ich hier nicht nochmal einen brauche. Nein, danke. Ah. Wobei, es würde mich auch nicht wundern, wenn hier irgendwo ein Schlüssel... Immer noch... Zeit für Coconut Mall. We'll be right back.
auch schon, oder? Ich weiß nicht, wo ich war. Egal. Ist der letzte Versuch, weil... Nee. Nee. Dann werde ich dazu auch entsprechend meine Meinung kundtun. Also ich habe mir jetzt schon eine Meinung gebildet, definitiv. Das war so kurz vorm Ziel. Was haben wir hier? Muss ich gegen Bowser Jr. kämpfen? Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Komm, dann sag jedenfalls, dass hier irgendwo eine Münze ist, oder? Ach, eine Münze. Ein Leben oder so. Ein Item. Und da sind noch die ganzen Blooper dabei, sehe ich. Meine Fresse. Wieso kommen die jetzt noch dazu? Uff. Und noch ein Boss. Ach, geschafft. Ah, verdammt, ich wollte gucken. Okay, ich guck kurz mal in den Level-Viewer. Rekord. Pff, leck mich. Also, erster Kritikpunkt, keine Checkpoints. Für so einen Frustfaktor ist das echt, ne? Und der Frustfaktor kommt durch die Blooper, denn die Blooper entscheiden sich mal links, mal rechts. Du kannst es nicht direkt beeinflussen. Und das ist genau das, was ich dann in dem Augenblick halt so frustfaktormäßig finde. Dass du hier gegebenenfalls ein Buu kassierst, müsste dir hoffentlich bewusst sein. Nicht jetzt von mir, sondern halt von anderen Spielern, die das in der Endlos-Herausforderung haben werden, ja. Die meisten bauen ihre Level aufgrund von ihrer Welt, die sie haben. Und denken dann, okay, jetzt muss ich das so machen, jetzt muss ich das so und es muss immer schwerer werden. Das mag ja auch meinetwegen sein. Aber die Checkpoints wurden nicht ohne Grund eingeführt. Ja, dein Level ist in dem Augenblick nicht schwer, es ist halt ein sehr starkes Zufallsprinzip. Und was ich auch immer wieder sage, ist, wenn am Ende des Levels oder irgendwo im Level One-Ups versteckt sind, wäre das auch super. Wenn ich jetzt hier gucke, hast du vielleicht genügend Münzen für einen One-Up verteilt, aber damit wirst du nicht wirklich dir ein Toll oder Yeah oder wie auch immer ergattern können. Also du hast aktuell laut dem Level-Viewer zwei Herzen und ein Buu. Und das eine Buu kann ich in dem Augenblick da nachvollziehen, weil es halt nun mal frustrierend ist. Und weiter geht's mit dem nächsten frustrierenden Level. Ein Kaizo-Level extra für Kuro von Ede. Hatten wir nicht das Thema Kaizo erst? Naja. Oh nein. Okay, ich probiere es wieder für euch, aber nicht zu lange. We'll be right back.
Gut, dann, ja, schauen wir auch da mal ganz kurz rein. Ich mach das jetzt einfach mal. Wie weit bin ich denn weg von dem nächsten Checkpoint? Okay, der landet da drauf. Dann ein... Ja, spät... Ja, ich bin kurz vom nächsten Checkpoint, aber spätestens da würde ich dann definitiv versagen. Aber danach alles... Also es ist alles komplett auf der Oberwelt, das kann ich euch sagen. Aber auch hier sei erwähnt, man kriegt hier gegebenenfalls, wartet mal, ich ziehe mal ganz kurz, wenn man das richtig macht. Nee, man kriegt hier keine drei Leben zusammen. Muss ich auch gleich erwähnen. Also auch da an der Stelle, gib am Ende ein paar Leben. Ja. Ansonsten, ich kann dafür jetzt kein Toll geben. Ich hoffe, das kannst du verstehen, ne? Nächstes Level. Up and Down Water von Luxman84. Da bin ich echt froh, dass noch Leute normale Level einsenden. Aufgrund der Level davor bin ich gerade sowas von dazu verleitet. Hier. Willst du mich? Und dann ist hier nix. Ein Buch zu geben. Nur alleine wegen... Wieder was mit Schwimmen. Nein. I don't play with these bloopers. Thank you. Ich bin hier weg. Yay, Checkpoint. Juhu, Checkpoint. You know what I like. Das Leben nehme ich mit. Okay. Oh, das ist das Ziel. Aber hier gibt es noch ein paar Goodies. Goodie, goodie, goodie. Na gut, das X lassen wir durchgehen. Also, Luxman, deine Level... Muss ich sagen, werden langsam anspruchsvoller und besser. Selbst wenn ich die Checkpoint-Situation ein bisschen anders platziert hätte, aber ich weiß, es ist jetzt irgendwie doof für die ganzen anderen, die vorher waren, aber da kann ich beruhigend gewissens ein Yeah geben. Nicht, weil ich es geschafft habe, sondern einfach, weil das halt Gesamte gepasst hat. Und bei den anderen Leveln war es halt dann so, um das mal ganz kurz zu verteidigen, nicht, dass das jetzt einige falsch verstehen, wenn ich die Level nicht komplett sehe, ich kann es, also ich kann sie zwar im Editor sehen, aber dann kann ich es halt trotzdem nicht so wirklich fühlen, wisst ihr? Und dann kriege ich nicht das Erlebnis dafür. Nächstes Level. Das Flughörnchen Abenteuer. Boah. Flughörnchen finde ich doch schon mal gut. Das klingt doch vielversprechend. So. Ich hoffe, du hast hier noch irgendwo Flughörnchen verteilt. Ansonsten wird das hier ein ganz schön spikiges Abenteuer. Oh, weia. Ich befürchte Schlimmes. Mal hier schön hoch und... Ich habe eine ganz schlimme Vorahnung. Ja. Nein! Oh,
du Drecksspiel. Ich lasse ihn jetzt erstmal despawnen. Sei doch, ich lasse ihn jetzt erstmal despawnen und dann passt das. So. Okay, das scheint wieder einfach zu sein. Jetzt ein Checkpoint. Und ich würde nichts sagen. Nein, stattdessen kommst du gleich mit sowas hier. Okay. Wow. Oder eine Münzfahrt wäre auch nicht schlecht. Gleich gedrückt halten, wieder die Taste, ja, war klar. Oh, es gibt hier jedenfalls eine Reset-Tür, oder was ist das? Gibt's hier zwei Wege? Okay, jetzt sind wir hier wieder bei der Reset-Tür. Ich habe auch wieder einige Nerven gekostet. Also es gibt hier anscheinend zwei Wege. Und ich habe wieder einen übersehen. Okay. Ich hoffe einfach mal nicht, dass da eine rote Münze ist. Gern mehr sehen. Oh, komm. Keine Lust mehr. Hier lang. Das ist die Tür, aber warum geht's hier links lang? Ah ja, okay. Kleiner Hinweis, das kann Boost regeln. Regnen. Nicht regeln. Regnen. Nee. Nee. Nee.
Da ist eine rote Münze. Und da diese rote Münzen Bedingungen sind, machen wir es wieder wie folgt. Ah. Also, ich sag ja immer Respekt, dass die Leute das schaffen. Ne? Also, da sage ich ja, ist ja in Ordnung. Könnt ihr machen, alles schön und gut. Wenn ihr aber Herzen haben wollt, dann könnt ihr definitiv sicher sein, dass es da Boost gibt. So, ich guck mir das jetzt Ganze gerade mal wieder schön an. Von da geht's nach A, von A geht's dahin. Gut, es ist kein Softlock, kein gar nichts. Okay, so, dann zu C, C. Geht zu A. Es ist schon echt. Okay. Also ich kann euch schon mal spoilern. Es gibt keinen Checkpoint. Why? Der gibt gar keinen Sinn. Okay. Okay. Egal. F. Nice try, man. Nice. Nee. Da sind auch Münzen versteckt, wo man gegebenenfalls sieht, aber man nicht weiß, dass sie da sind. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier sehe, könnte ich mich später gar nicht daran erinnern, dass da eine Münze über einer Röhre ist. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Okay. Also ich bin ehrlich, ich werde es definitiv nicht schaffen, weil ohne Checkpoints, ohne alles, sage ich hier no way. Du hast für dieses Level schon zwei Boosts kassiert, ein Like. Jetzt könnte man natürlich fragen, wer war das Like und so weiter, aber das ist mal irrelevant. Gerne sind es Creator, die dann sagen, hey, danke, du hast mir ein Level geschickt. Ja, ich danke dir natürlich auch, aber du brauchst eine ehrliche Kritik und das ist einfach hier, es tut mir leid, ein No-Go hier zu sagen, ey, pass mal auf. Wir schmeißen jetzt hier einfach alles rein und das ohne Checkpoints. Ja, es gibt etwas, das nennt sich dann Siegesbedingungen und so weiter, aber du hast ja hier, also du bist hier wirklich gnadenlos, ne? Das muss man dir einfach lassen. Du bist hier gnadenlos, was die Itemvergabe angeht. In den Leveln davor und jetzt auch. Und ja, so einige Leute mögen das, aber die wirst du halt meistens nicht abholen damit. Die sagen dann auch ab einem gewissen Punkt, das ist einfach too much. Ja, sie lieben die Nervenkitzel, sie lieben die Herausforderung, das ist richtig, aber deswegen bekommt man nicht automatisch ein Herz. Also, die Leute gehen mittlerweile so weit hin und sagen, okay, gut, es ist für mich eine Herausforderung, aber ich fände es besser, wenn es halt für alle eine gewisse Herausforderung hätte. Und ich versuche jetzt einfach mal zu dem Punkt zu kommen, wo ich dann wirklich sage, spätestens hier solltest du einen Checkpoint einbauen. Also mindestens schon mal ein. Ist noch nicht mehr weit. Keine Sorge. Und zwar hier. Hier solltest du einen Checkpoint einbauen und gegebenenfalls hier auch nochmal eine Nuss verteilen. Es ändert nichts am Schwierigkeitsgrad. Beziehungsweise nur minimal ändert es was am Schwierigkeitsgrad. Bloß gerade, weil du halt hier diesen Punkt hast, ist es halt definitiv wichtig, dass du da einen Checkpoint einbaust. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Leute werden genau dahin gehen? So, und jetzt könnte ich vom Checkpoint genau diese Szene nochmal weiterspielen. Und deswegen sind Checkpoints wichtig. Ich meine, diesen Part, ja, du gibst demjenigen eine Belohnung und sagst, ey, pass mal auf, du hast jetzt diesen hammerharten Part geschafft. Pass auf, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Jetzt musst du drauf achten, jetzt geht es in verschiedene Richtungen. Und so baut man das Ganze auf. Was du gemacht hast, ist, wie gesagt, alles in Ordnung. Ja, ich werde auch jetzt keinen Bu geben, aber du darfst nicht vergessen, dass in der Endlos-Herausforderung die Leute dich definitiv wegstriken werden in Form von Bu, 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 Bu. Und wenn man zu viele Bus in einem Level hat, darf man auch nicht vergessen, dann kommt Nintendo und sagt, okay, gut, wir nehmen das Level runter. Insofern, ja.
Lassen wir das. Ich weiß, diese Episode war jetzt vielleicht nicht gerade der krönende Triumph, den einige sich erhofft haben. Es wurden nur 3 Level abgeschlossen, 2 sind offen geblieben und das eine halt aufgrund des Schwierigkeits, das andere auch, aber da halt dann war der Frustfaktor bei dem einen größer und ja. Also was ich euch immer wieder gerne mitgeben möchte ist, wenn ihr Level baut, ja, denkt an Checkpoints. Selbst ab einem Checkpoint kann es schwer sein. Es muss nicht immer lang und knackig sein. Wenn ihr wirklich wollt, dass die Leute euch ein Herz geben, also ein Toll, ja, baut Checkpoints ein. Oder ganz zum Ende oder zum Anfang. Gebt ihnen 3 Leben. Mehr Leben brauchen sie nicht. 3 Leben. Ja. Dann, was auch wichtig ist, versteckt keine Objekte. Manche werden es dann als vielleicht Death Power-Up benutzen oder Death Exit oder sonst irgendetwas. Ja, macht sowas nicht. Hatte jetzt hier keiner in der Form. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt so alles Hinweise. Achtet auf diese wichtigen Regeln, gerade im Erstellen von Leveln. Denn schlussendlich, einige von euch wollen ja auch gerne, was das Ganze angeht, nach oben kommen von den Creator-Punkten. Und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das damit erreichen. Das waren jetzt erstmal meine letzten Worte in dieser Folge. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.